Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Bake Club. Ich bin's wieder, Mira, und wir machen heute einen total einfachen Kuchen, der aber richtig gut schmeckt und trotzdem auch noch optisch ganz schön was hermacht, und zwar einen Zebrakuchen. Viele von euch kennen den wahrscheinlich schon. Als Basis dafür machen wir erstmal einen leckeren Vanilleteig. Der wird dann geteilt und die eine Hälfte wird ein leckerer Schokoteig und die andere bleibt Vanille, und dann wird das so schick geschichtet. Zunächst einmal vermische ich das Mehl schon mal mit dem Backpulver und einer Prise Salz. Als nächstes vermische ich schon mal die Butter mit dem Zucker. Ich schlage das Ganze so lange, bis die Butter schön blass und schaumig wird. Wenn ihr das Ganze lange genug geschlagen habt, dann könnt ihr das Vanilleextrakt dazugeben und die Eier. Und jetzt das Ganze nochmal so für 3 Minuten schlagen. Wenn ihr das habt, könnt ihr eure Mehlmischung wieder zur Hand nehmen und die abwechselnd mit der Milch dazugeben. Unser Teig ist fertig und jetzt müssen wir die Hälfte des Teigs zur Seite nehmen und daraus einen Schokoteig machen. Dafür habe ich hier schon mal Kakaopulver und das mische ich schon mal mit etwas Milch und etwas Zucker. Und da kommt jetzt die Hälfte unseres Teigs rein. Jetzt habe ich hier meine beiden Teige und eine Form. Die habe ich gebuttert und mit Backpapier ausgelegt. Die Menge des Teiges würde sogar für eine 24er Springform reichen. Ich mache aber heute nur eine 20er Springform. Und was wir jetzt machen, ist wirklich super simpel. Wir nehmen immer einen Löffel von der hellen Masse und einen Löffel von der dunklen Masse. Immer abwechselnd und tröpfeln das immer so in die Mitte obendrauf. Dunkel. So, ich bin fertig mit den Klecksen und jetzt kommt der Kuchen in den Ofen, und zwar bei 180 Grad Umluft. Der Ofen ist natürlich vorgeheizt und das Ganze muss dann so ungefähr 40 bis 50 Minuten backen, wenn ihr eine 20er Springform habt. Wenn ihr eine 24er Springform habt, wahrscheinlich ein bisschen länger, so 60 Minuten vielleicht. Eine Garprobe könnt ihr natürlich wie immer mit dem Holzstäbchen machen. Unser Zebrakuchen ist fertig und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den gleich mal von innen an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, sagt mir unbedingt, wie es bei euch geworden ist, und schaut euch auch die anderen Videos an. Und falls ihr mal Lust auf was nicht Süßes habt, dann könnt ihr auch einfach mal beim Meal Club vorbeischauen, da macht Doro für euch leckere Rezepte rund ums Kochen.
Mmh.